fällig und auch morgen hält sich grimmige Kälte. Ab Montag setzt aber massive Erwärmung in allen Höhen ein. Derzeit in den Landeshauptstädten überall Schneefall, in Wien und Eisenstadt bei minus 7 Grad, St. Pölten minus 8, Linz minus 7, Salzburg minus 6, Innsbruck minus 8, Bregenz minus 4, Graz minus 7 und Klagenfurt minus 8 Grad. Der Schneefall breitet sich auf nahezu ganz Österreich aus, am meisten schneit es im Süden und im Osten. Der Wind ist noch schwach bis mäßig und die Temperaturen nur minus 11 bis minus 3 Grad. In der Nacht wird der Schneefall deutlich weniger, doch setzt vor allem in Ostösterreich lebhafter bis kräftiger Nordwestwind ein, damit keine Schneeverwehungen. Anfangs noch bewölkt und ein paar Schneeflocken. Nach und nach ja, die noch gut sein. Die Sonne schafft. Genau, rechts in der Straße. Ja, genug. Komisch, gell? Naja, okay, es ist vielleicht, weil der Holzgestell noch ein bisschen warm ist. Das ist gut sein. Das ist ein bisschen schade. Ja. Jetzt können wir jetzt zurück, den Heidebogen nur noch gehen wir zurück oder in die Fässer oder den Zweiger, was tun wir jetzt? Den Heidebogen nur noch. Und den Zweiger lassen wir jetzt so weit im Tank? Den lassen wir dann auch nicht filtrieren und in zwei Wochen nicht filtrieren? Nein, in zwei Wochen müssen wir leer. Cool. Was ist immer? Oder in drei Wochen. Ja, was da? Mit den neuen? Nur den Zweiger? Ja, mit der Neigen ist mir das ja egal. Die Verdienung ist. Ist die fix dann so? Winery here in town, and after 3 years I started my own business, and my father has a very small estate with 3 hectares of wines and some what kind? 95% reds, only 5% whites. Focused on the varieties from here, so Zweigel, Blaufränkisch and St. Laurent, and a little bit Merlot. I'm also specialized in Pinot to try these varieties to realize that our own varieties are pretty good. We are in the same stage of quality. This was very important at this stage. And now, when we make new plantings, we only focus on Zweigel Blaufränkisch.